Leute, weiter geht's heute mit Pokémon Schild, Schneelande der Krone, also dem zweiten Teil des DLCs. Wir sollen für Koronospa die Zügel des Bundes herstellen. Das ist zumindest das, was wir jetzt machen sollen als nächstes. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken, wo wir das machen können. Okay. Das war die große Frage, wo zur Hölle mache ich das? Mache ich das bei dir? Ich denke mal schon, ne? Ich habe gesehen, wie du mit allen Leuten hier im Dorf gesprochen hast. Bist wohl ein geselliger Junge, was? Naja. Was ist mit dir? Die Züge des Bundes. Soll die nicht die Familie des Bürgermeisters für Generationen hergestellt haben? Ach, wir müssen diesen Bürgermeister. Okay. Ich bin schon eine Weile raus. Ich habe jetzt leider länger nicht gespielt. Ist das vom Bürgermeister? Ja. Dann müssen wir als nächstes rein. Was ist mit dir? Ich frage, ob ich was hab. Und, na, wenn das nicht der Retter unseres Dorfes ist, bist du wegen der Bücher hier? Nein. Ich hätte also was anderes. Ah, wie bitte? Du willst, dass ich Züge des Bundes für dich herstelle? Jetzt bringst du mich aber in Verlegenheit. Zur Zeit meines Urgroßvaters wäre das möglich gewesen, aber naja, heutzutage gibt es niemanden mehr, der sich an die traditionelle Herstellungsweise erinnert. Außerdem braucht man für eine bestimmte Blume, die ich bezweifle, dass du die hast. Moment, doch, die habe ich. Ich glaube, mich lass ganz schön, Pep. Hast du da wirklich das Kronblatt einer leuchtenden Blume? Bedeutet das dann, dass es den König der reichen Erde ebenfalls wirklich... Nein, das kann überhaupt nicht sein. Nee. Meine Vorfahren haben die Züge des Bundes hergestellt, indem sie sich an die Anleitung aus den alten Märchen hielten. Dazu brauchten sie eine bestimmte Blume und die Haare eines bestimmten Pokémon. Aber ich befürchte, an die Details dieser alten Tradition kann ich mich nicht mehr erinnern. Jedoch muss ich mich natürlich für deine Hilfe erkennlich zeigen. Wenn du mir die Materialien gibst, werde ich dir mein Bestes versuchen. So, ich reiche den Bürgermeister das Kronblatt und das nach. Dinge, die wir ja sicher schon haben. Ich weiß nicht, ob ich es so gut hinbekomme wie mein Urgroßvater, aber jetzt ist eine alte Tradition meines Dorfes wieder zu beleben. Ferkel, Tüftel. Ah, das war ein absoluter Reinfall. Ich halte mich selbst für einigermaßen geschickt, aber für diese Züge brauche ich jemanden, der bei mehr Fingerfertigkeit verfügt als ich. Bitte sieh mich nicht so niedergeschlagen an. Es tut mir wirklich leid. Hey, Bürgermeister! Es gibt einen Notfall. Meine Leute hat sich das heiße Wasser aus der Dusche verabschiedet. Oh je, das tut mir auch leid. Ich schaue es mir so bald wie möglich an. Ach ja, du bist ja auch hier, Expeditionsleiter. Irgendwas passiert? Die miese Stimmung hier zieht dich ja gleich mit runter. Der Bürgermeister... Ist das alles? Warte, so einen Schritt, ja? Gib mir mal die Materialien. Okay, jetzt habe ich hier ein Kronblatt und Rosser. Was geht euch mit dem Kram an? Ich bin mal so frei. Das Blütenblatt wird eingeflecht, ins Haar der Mähne, so ist recht. Oh, Alter, du musst meine Methode echt quäken, verklickern. Naja, mir soll es recht sein. Also dann, ran ans Werk. Und fertig, ist das okay so? Und ich halte die Zügel des Bundes! Zügel gewummter Stoff, der leuchtet, wenn man ihn ins Licht hält. Eins schenken die Menschen sie dem König der reichen Ernte aus Zeichen ihrer Dankbarkeit. Unglaublich. Entgegen meiner Erwartung sind sie wirklich ausgesprochen talentiert. Was sie da in den Händen halten, sieht exakt so aus wie die Zügel des Bundes aus den alten Überlieferungen meiner Familie. Dank meiner aufmüdigen Tochter bin ich ein Experte darin, die kaputte Dinger zu flicken. Das Entdecker-Set, das ich dir neulich in die Hand gedrückt habe, als übrigens ebenfalls Eigenmarke Pioni. Wie dem auch sei. Jetzt hast du die Züge des Bundes, die du wolltest. Ich freue mich für dich. Jo. Cool. Dann können wir jetzt quasi weitermachen mit der Story.
Weißt du was? Ich habe mich neulich doch tatsächlich wieder dabei erwischt, wie ich draußen im Stehen eingeschlafen bin. Weil ich völlig durchgefroren war, wollte ich in der Basis jetzt mal so schön warm duschen. Aber es kam nur als kaltes Wasser raus. Vor lauter Schreck bin ich nach draußen gesprungen und da war... was? Menschenkind, war die Herstellung der Züge des Bundes von Erfolg gekrönt? Ja, danke, Joni. Tatsächlich, dieser Mann ist mir eine größere Hilfe als erwartet. Ach, ich habe frohe Kunde zu überbringen. Mir ist es endlich gelungen, den Aufenthaltsort meines treuen Rosses in Erfahrung zu bringen. Phantoros hat den Kronentempel zu seiner Heimstätte auserkoren. Okay. An jenem Ort haben wir damals viel Zeit zusammen verbracht. Bisher zog ich es vor, diese Stätte zu meiden. Zu sehr fürchtete ich, von nostalgischen Gedanken an frohe Tage übermannt zu werden. Doch weshalb hat sich mein treues Ross ausgerechnet dorthin zurückgezogen? Etwa um eine Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit zu schwelgen? Nein, nein, ausgeschlossen. Der Kronentempel thront auf dem Gipfel des nördlich von hier gelegenen Berges. Da waren wir doch schon mal. Stimmt, ich erinnere mich gerade. Das war ja dieses alte Ding, wo wir eigentlich überhaupt nicht weiterkommen. Ich dachte mir, da könnte man Arktos tatsächlich fangen, aber scheinbar dann jetzt doch nicht. Ich bitte dich, den Kronentempel aufzusuchen und die Zügel des Bundes mitzubringen. Wohlan, ich breche so gleich auf. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Ich verlasse mich auf dich, Menschenkind. Du vermerkst den Stand der Dinge in der Legendennotiz Mainz. Der König reicht nahte mit dem Kronblatt von Koronaspa sowie dem Mähnenhaar, das ich im Kampf gegen sein treues Ross errungen hatte, gelang es, die Zügel des Bundes herzustellen. Nun muss ich mich zum Kronentempel gehen, der Schlafstätte des treuen Rosses, um der Koronaspa anzutreffen. Schöner Arktos. Ja, na gut, wie dem auch sei, Zapdos weiß ich, wo es ist, aber das ist jetzt, soll jetzt nicht heute unser Thema sein, das machen wir dann auf jeden Fall mal dann in der Zukunft, wenn wir dann mal soweit sind. So, jetzt müssen wir also tatsächlich erstmal hoch zum Kronentempel und da können wir Gott sei Dank hinfliegen oder ein Flugtaxi nehmen, weil wir da schon mal waren. Es hat manchmal doch so einen Vorteil, bestimmte Orte schon mal vorher anzureisen. So, da sind wir. Und jetzt machen wir hier weiter. Die Items, die hier so rumlagen, die habe ich Gott sei Dank alle schon eingesammelt, aber das machen wir. Und jetzt gehen wir erstmal in den Kronentempel. Da oben schon Koronaspa und Pioni. Ich habe dich schon sehnsüchtig erwartet, Menschenkind. Der Kronentempel diente mir einst als mein Zuhause. Phantoros hat sich wohl just hier niedergelassen, um mich von meinen verlorenen Kräften zu verhöhnen. Oh, die Züge des Bundes, du hast sie mir wahrhaftig gebracht. Ich danke dir von Herzen. Du reißt Koronaspa die Züge des Bundes. Ach, dieses Gefühl, sie in Händen zu halten. Diese Farbe und dieser edle Glanz. Die Erinnerungen sind so frisch wie am ersten Tag. Phantoros ist ein sehr stolzes Pokémon. Manche würden es vielleicht sogar sehr arrogant nennen. Es wird mich erst dann wieder als seinen Herrn akzeptieren, wenn ich den Beweis erbringe, dass meine Kräfte die seinen übersteigt. Ich werde die Züge des Bundes dazu nutzen, ihm meine Kraft direkt zu übermitteln. Dann, so hoffe ich, würde sich mir endlich wieder gewogen zeigen. Wohlan, Menschenkind, es ist Zeit, mein treues Ross herzulocken. Lege hierzu die Phantomkarotte in den Korb, der sich in seiner Schlafstätte befindet. Okay. Ach, ich kann ja hier nicht. Okay, dann mache ich das hier. Einmal. Da liegt die Karotte. Es ist soweit, Menschenkind. Allerdings hast du mein treues Ross bereits einmal im Kampf bezwungen. Es nennt sich niemand freiwillig... den es für eine Bedrohung hält. Deshalb müssen wir uns verstecken und ausharren, bis es zurückkehrt. Na, ich hätte es ja gern gefangen, aber ja, war das in dem Moment nicht machbar. So. Okay, weiter geht's. Thank you.
heißt das gute Phantouros, das war ja schon mal dem wir ja schon in der letzten Folge begegnet sind. Was so eine gute Idee war. Und da greifen Gott sei Dank die Züge und dann ist es tatsächlich. Aber ist das Rätsel mit dem König der reichen Ernte wahrscheinlich jetzt gelöst? Ich weiß es nicht. Ich frage, jetzt können wir die jetzt fangen. Was zum Henker? Mensch, was für eine Riesenrübe. Und es reitet auf etwas. Was war? Koro, Ronos, Ospa. Oh, der Riesenschädel könnte sprechen. Koronos, Ospa. Was willst du? Was war Koro, Koronos? Was? Ich verstehe kein Wort, aber du meinst. Moment, was bist du denn überhaupt? Och, nee, nicht schon wieder. Menschenkind, dank deiner Hilfe ist mein treues Ross wieder zu mir zurückgekehrt. Endlich habe ich meine alte Stärke zurückgewonnen. Ich war überzeugt davon, dass die Menschen ihren Glauben an mich verloren hatten. Mein treues Ross hat mich ebenfalls verlassen. Bald schon war ich in den Abgründen trostloser Einsamkeit gefangen. Doch du hast mich gerettet. Worte reichen nicht annähernd aus, um dir das Ausmaß meiner Dankbarkeit zu zeigen. Deshalb würde ich dir gerne einen Vorschlag unterbreiten. Sollte es dir gelingen, mich in meiner jetzigen Verfassung zu fangen, dann werde ich deine Stärke anerkennen und dir auf deinem Abenteuer zur Seite stehen. Stelle dich mir, sobald du dich bereit fühlst. Ach, noch vor eine Sache. Sollte dieser Mann dorthin zurückgehen, wo ich ihn gefunden habe. Schließlich wäre es recht herzlos, ihn nie unter einem Himmel im Schutz aus der Kälte auszusitzen. Okay, wir können das jetzt fangen. Ich versuche es. Ob das klappt sofort, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. So, auf geht's. Fangen wir uns. Koronos, was wahre Stärke überwältigt dich derart, dass du nicht einmal mehr deine Pokémon festhalten kannst. Versuch dein Glück erneut zu deiner Stärke, der eine Champ entspricht. Was? Ich darf. Warum darf ich das Viech jetzt nicht fangen? Chips. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt die Pokémon-Liga machen, oder? Oh nein. Okay. Da müssen wir tatsächlich jetzt aufs die Pokémon-Liga machen. Weil das kriege ich jetzt nicht so. Weil ich komme sonst nicht weiter. Ja, da steht jetzt noch ein bisschen was tatsächlich vom Abenteuer an. Okay, dann müssen wir jetzt tatsächlich Feierabend machen, sogar schon hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann versuchen wir das Koronos-Band nochmal herauszufordern. Bis dahin wieder. Und ja, bis dahin. Und wir sehen uns dann bei Pokémon Let's Go. Pokémon Schild natürlich. So, bis dann. Tschüss.